Soldier Hollow, der Namenspatron im Preis der Winterkönigin. Und dieser klasse Hengst aus Deutschland, der hat hier gleich drei Nachkömmlinge laufen. Da werden zum einen mal Weichsel. Diese Stute hat vor kurzem noch das Winterkönigin Trail in Köln ganz knapp mit einer Nasenlänge Vorsprung gewonnen. Oder auch Nemeria, vielleicht die Favoritin heute. Zwei Rennen hat sie schon gelaufen, zwei Siege, trägt also eine blütenreine weiße Weste. Oder auch Maha Kumari, ebenfalls ein Nachkömmling von Soldier Hollow. Es geht gleich über die 1600 Meter, Gewinnprämie 102.000 Euro. Auf geht's! Gelbe Fahne ging nach oben. Soldier Hollow, Preis der Winterkönigin, ist gestartet an der 1600 Meter Marke. Der innere Flügel gleich gut auf die Beine gekommen. Nimeria Bourré in der Bahnmitte. Amabel gleich um Positionsverbesserung bemüht. Dahinter sehen wir Winnemark for Peace Society in nachfolgender Position. Pearl Diamond. Dahinter dann Weichsel mit Desiree Clary. An der Außenseite Maha Kumari. Rose Rice ist in hinteren Regionen zu finden. Genauso wie Amona. Und am Ende des Feldes da galoppiert zunächst einmal Mari. Der lange Einlauf ist erreicht. Soldier Hollow, Preis der Winterkönigin 2014. Knappe 650 Meter sind das noch. Amabel marschiert vor Bourré, Nimeria, Kumari macht Bodengut, Winnemark, Pearl Diamond und dahinter klafft schon eine Lücke von 3-4 Längen bis zum Rest. Es geht in die Zielgerade hinein. Bourré geht nach vorne vor Amabel, Winnemark lässt sich anfassen, Nimeria, Pearl Diamond, Kumari und der Rest muss fliegen, wenn das hier noch reichen soll. Bourré geht nach vorne, Bourré ist vorne vor Amabel, Winnemark an der Innenseite, Pearl Diamond, jetzt kommt Desiree Clary angeflogen aus den Wolken, Bourré ist vorne vor Amabel, Winnemark, Desiree Clary an der Innenseite, Bourré ist vorne, ist es wieder ein Erfolg für Andreas Löwe, aber innen kommt Desiree Clary und Bourré, Desiree Clary und Bourré, Bourré, Desiree Clary, Kopf an Kopf, ging es über die Linie, dahinter war Winnemark dritte vor Amabel, dann Pearl Diamond, Nimeria und so weiter und so fort. Ein Überraschungssieg im Preis der Winterkönigin und neben mir sitzt der siegreiche Jockey Josef Wolko mit seinen Kindern. Ihr sah nicht wie die Favoriten im Vorfeld aus. Was hat den Ausschlag zum Sieg gegeben? Ja, ich habe sehr gutes Pferd geritten. Also sie war sehr, sehr beeindruckend. Sie hat mich beeindruckt schon im Führing und dann hat sie alles toll gemacht. Also da gibt es nichts zum Bemängeln und dann natürlich gutes Pferd. Dann war das Spiel ganz einfach. Herr Löwe, herzlichen Glückwunsch. Ein toller Sieg, vor allem, wenn man nicht unbedingt als Favorit vorher ins Rennen gegangen sind. Haben Sie an Bourré geglaubt? Ich habe es vorher gesagt. Unser Mumm war Amona. Das war von der Arbeit her auch eigentlich so einzuschätzen. Und Amona ist mit Sicherheit am Boden gescheitert. Die war im Schlussbogen, habe ich gesehen, wie sie stolperte und ganz unsicher galoppierte und dann innerhalb von 100 Metern geschlagen war, weil sie nicht weiterkam. Und das deprimiert mich nicht so sehr, aber natürlich freut mich umso mehr, dass wir trotzdem gewonnen haben mit Bourré. Und da gibt es kein Hin und Her, dass die ein Mummpferd war, ist ja wohl auch logisch nach ihrem Start vorher, wo sie Zweite war zu dem späteren Winterfavoriten Zweiten. Unbedingt hat heute, also auf dem Boden, hat sie so viel Mut bewiesen und sich auch nicht beeindrucken lassen. Nach dem Rennen war sie ebenfalls entspannt und gelassen und happy. Das Herz hat heute eine Menge gemacht, aber auch die Klasse. Vielen Dank, genießen Sie diesen Sieg. Dankeschön. Ein ganz strahlender und glücklicher Besitzer, den wir hier sehen. Und ja, meine herzlichen Glückwünsche. Heute doch ein Überraschungssieg. Haben Sie mit Ihrer Stute gerechnet? Nein, ich habe nur mit einem guten Abschneiden gerechnet. Sie ist gut abgesprungen, das war zu erwarten. Er hat immer die richtige Spur gewählt. Die Stute hat keine Fehler gemacht und konnte dann im Einlauf dann so viel zulegen, dass es eben dann noch gereicht hat. Jetzt gibt es eine schöne Winterpause und dann werden wir uns zusammensetzen, wie wir weiter vorgehen. Wir hatten uns noch keine genauen Pläne gemacht. Ob das Stamina reicht für die ganz langen Rennen, ist die Frage. Eher nicht. Sie ist ja auch nicht so gezogen eigentlich. Ist ja von Sioni eine Meiler. Aber bis 2000 Meter kann ich mir jetzt vorstellen, dass da noch was geht. Also die Pläne für Bourré sind gemacht und wir werden sie im kommenden Jahr bestimmt auf der Meile oder auch länger wiedersehen.